So, Trick, das hast du jetzt davon. Jetzt wird die Echse dich und deine Kollegen beißen. Los, greif sie an! Was Dreck davon hatte, mich so reinzulegen, wird er heute noch sehen. Stimmt's, Mr. Schweinchen? Und stimmt's, Mr. Hubbel-Bubbel? Los jetzt, wir machen uns auf den Weg zur Polizeistation. Dort wird er sich bestimmt aufhalten. Und wen werden wir wohl mitnehmen? Richtig, die Echse! Komm, wir laufen los. Dem werden wir es jetzt heimzahlen und heute musst du ihn beißen. Na dann komm, laufen lassen kann ich dich nicht, weil du ja dann wieder abhaust. Aber ich werde dich dorthin tragen und dann lasse ich dich frei. Und dann schnappst du dir Trick. Der bekommt's heute heimgezahlt, der Doofkopf. Er hätte sich nicht mit uns anlegen sollen. Wie werden wir denn jetzt hier rauskommen? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Das Phantom scheint auch nicht mehr aufzutauchen. Er hat nur den Italiener befreit, aber mich nicht. Er ist so gemein. Ich habe so viel für ihn getan und die Diamanten habe ich auch nicht bekommen. Mann, 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 was machen wir denn jetzt als nächstes? Kennst du nicht vielleicht noch irgendjemanden, der uns hier rausholen könnte? Bei mir gibt es leider nur eine Person, aber ich glaube nicht, dass die nochmal auftauchen wird. Es war ein alter Kollege von mir. Er war immer dafür bekannt, Sportwagen zu mögen, aber jetzt ist er verschwunden. Ohne den kommen wir hier nie wieder raus, aber ich glaube, das wird auch nichts mehr. Na, dann heißt's abwarten. Mann, 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 vielleicht wird er ja noch auftauchen. Oder vielleicht ist er ja schon aufgetaucht. Hoffen wir es mal. Solange können wir uns nur die Zeit vertreiben. Ich werde auch nicht in eure Zelle kommen. Ich muss in Einzelhaft bleiben. Diese verdammten Polizisten, sie waren einfach einen Schritt zu schnell. Und hätten die Kinder mich nicht gesehen, dann wäre alles gut gegangen. Und ich wäre jetzt in Freiheit. Verdammt. Robin, was war denn los? Warum warst du in letzter Zeit so schlecht drauf? Ach Trick, ich hatte so viel um die Ohren, zu Hause hatte ich auch noch Stress und ich will das Phantom endlich kriegen. Und meine Schwester wird von einem Stalker verfolgt. Oh Mann, ich habe so viel zu tun, aber jetzt ist es wieder besser. Ich habe mich wieder eingekriegt. Ich muss mich einfach besser organisieren. Und Trick, wie war's bei dir? Du hast ja der Tante vom Tiergeschäft gesagt, dass du dich nicht mehr mit ihr treffen willst. Wie hat sie eigentlich darauf reagiert? Ach, eigentlich ganz super. Muss man schon sagen, sie hat's gut hingenommen. Bis darauf, dass sie ihre Echse auf mich gehetzt hat und die ist giftig. Hahaha, ich wusste doch, mit der stimmt irgendwas nicht. Okay Jungs, einer von euch zwei muss die Gefangenen wieder jetzt in die Zelle bringen. Und ich kümmere mich jetzt erstmal um den SEK-Wagen, der muss gereinigt werden. Wir werden in nächster Zeit bestimmt noch den ein oder anderen spannenden Einsatz haben. Alles klar, das mit dem Wagen übernehme ich und Trak bringt die Gefangenen zurück. Alles klar, das mache ich. Gut, dann kümmere ich mich mal um die drei. Hey ihr drei Plappertanten, es geht jetzt zurück in die Zelle. Abmarsch! Noch kannst du so über uns reden. Aber wart nur ab, das kriegst du alles zurück. Ja, das habe ich alles schon 100-mal gehört. Abmarsch jetzt! Hoffentlich taucht dein Freund mit dem Sportwagen schon ganz bald auf. Und hilft uns vielleicht irgendwie rauszubekommen. Ich will dem Phantom alles heimzahlen, was er mir angetan hat. Er lässt mich hier drinnen versauern. Jetzt nicht mehr hier so viel dumm rumreden. Ab in die Zellen mit euch. Okay, wir machen ja schon. Alles klar, dann übernehme ich mal das SEK-Fahrzeug. Gut, dann bis gleich. Ich mache mich auch bereit. Da hinten ist er. Jetzt kann ich die Echse eigentlich loslassen. Und wenn er dann gebissen wurde, dann haue ich ihm mit dem Knochen eine über. Dem will ich's heimzahlen. Der hat mich das letzte Mal so bloßgestellt. Das vergesse ich dem nicht. Dann mal los, schnapp ihn dir. Jetzt ist es an der Zeit, dass du Trick beißt. Was zischt denn hier so? Was zum Teufel? Oh Gott, Trick, ist das die Echse, von der du gesprochen hast? Einen Moment, ich komme. Verdammt, Robin, ja, das ist die Echse. Oh nein, die wird uns bestimmt beißen. Frank, mach sofort das Tor auf, wir müssen in die Polizeistation. Tor öffnet. Komm, Trick, nichts wie rein hier. Okay, Frank, schließ das Tor wieder, schließ es. Moment, es klemmt. Verdammt, das Tor geht nicht zu. So, Trick, das hast du jetzt davon. Jetzt wird die Echse dich und deine Kollegen beißen. Los, greif sie an. Das werde ich nicht zulassen. Tut mir leid. Ich muss auf die Echse schießen. Eröffne das Feuer, Robin. Eröffne es. Die Echse wird uns angreifen. Und ich schieß auch auf die Echse. Nein, nicht schießen. Schieß nicht auf sie. Schieß nur in die Luft. Okay, dann mache ich das. Feuer. Los jetzt, Echse, du sollst keine Angst haben.
Nehmen Sie die Echse zurück. Wir müssen sonst auf das Tier schießen und das wollen wir nicht. Ha, schau mal einer an. Die Polizei kriegt eine Echse nicht unter Kontrolle. Haha, was für arme Würstchen. Robin, ich sperre erst mal Langfinger weg. Du kriegst die Echse ja auch alleine. Richtig, mach das. Dann komm mal her, du armes Würstchen. Jetzt zeige ich dir, wie arm wir sind. Viel Spaß hier drin. Danke, danke. Verdammt, ihr seid anscheinend doch keine so armen Würstchen. Jetzt nimm die Echse zurück oder wir müssen sie echt erlegen. Ich fange die nicht nochmal, die ist heute wilder als vorher. Nein, das werde ich nicht machen. Davor musst du dich entschuldigen. Na gut, du wolltest es nicht anders. Da muss ich wieder meinen Hechtsprung machen. Und tap, ich bin Trick, der Tierbändiger. Dann nimm das. Dafür, dass du mich so bloßgestellt hast. Hey, 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 hier wird niemand geschlagen oder wir müssen sie verhaften. Oh Mann, nein, ich lass mir von der Polizei doch nichts sagen. Nimm das, Trick. Au, au, Robin, nimm sie fest, die ist ja komplett verrückt. Sie kommen jetzt mit, jetzt sperren wir sie auch weg. Sie denken doch nicht, dass wir sie in die Polizeistation kommen lassen und dass sie hier einfach auf einen Polizisten einschlagen können. Das geht nicht, sie werden jetzt erstmal weggesperrt. Aber er hat mich. Das ist mir egal. Sie kommen jetzt hinter Schloss und Riegel. In welche Zelle wollen Sie? Zum Langfinger oder zu den anderen Verbrechern? Bitte, bitte zu keinem. Ich habe nur noch Tiere in der Tierhandlung. Robin, lass sie gehen. Es ist in Ordnung. Ich werde keine Anzeige erstatten. Eigentlich ist sie ja ganz nett, aber sie muss ein bisschen runterkommen. Du kannst doch nicht einfach an die Polizeistation kommen und die giftige Echse auf mich hetzen. Wenn ich kein so gutes Herz hätte, hätte ich dich jetzt angezeigt. Okay, es tut mir leid, Trick. Anscheinend passen wir echt nicht so gut zusammen. Naja, wie gesagt, es tut mir leid. Bitte lassen Sie mich jetzt gehen. Trick, bist du dir sicher, dass ich die Frau aus den Handschellen befreien kann? Ja, mach nur, Robin, mach nur. Na, warte, nimm das. Oh Mann, die ist echt verrückt. Oh Mann, die bringe ich zurück in ihr Geschäft. Das geht ja gar nicht. Das glaubst auch nur du, dass du das mit mir machen kannst. Es tut mir leid, Trick. Ich habe so Schwankungen. Ich will doch einfach nur nah bei dir sein. Los jetzt, wir bringen dich zurück zum Geschäft und die Echse muss auch weggesperrt werden. Oh Mann, da hat er sich ja echt die Verrückteste von den Verrückten ausgesucht. Hoffentlich endet das mal gut.